Hinein in das neue Abenteuer. Und was sagt ihr denn eigentlich hier zu meiner tollen Maske? Ist sie nicht besonders süß geraten? Ich würde sagen, die kann ich tragen. So, wir gehen rein. Stage Nummer 1. Und da sind wir auch schon. Oh, wer bist du denn? Hallo? Die sauge ich jetzt mal an, so ein Kätzchen. Ah, jetzt habe ich eine Peitsche. Ah, komm her. Ah, jawohl. Moment, nach oben kann ich auch hauen. Sehr gut. Wir haben uns auf dem Weg. Ah, du sitzt hier so ein bisschen rum. Das können wir nicht mehr ansehen. Schön Hamburger? Ja, ja, hast du gedacht, ne? Dann werden wir vielleicht mit der Peitsche unten noch ein bisschen bearbeiten. Jawohl. Ah, da kann eine Menge ab. Ist egal, den haben wir. Oh, ein kleiner Dino. Na, mein Feuerspucker. Ja, hast du nicht gedacht, ne? Oh, kann ich rauftreten? Ja, mit dem Rauftreten haut es nicht so gut hin. Ah, komm her, kleine Biene. Hier gehen wir erstmal runter. Kleines Bonus-Level, würde ich sagen. Ah, da oben haben wir eine Fähigkeit, die Peitsche habe ich ja bereits. Da haben wir uns das Leben schon geschnappt. Das war einfach. Das war schon alles. Oh, gut. Das war eine feine Geschichte. Können wir hier auch wieder hochgehen. So, komm, schweben wir hoch. Oh, das war das gemein. Nee, 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 komm, hau ab. Aber die Sterne möchte ich noch haben. Runter. Und Peitsche raus. Komm. Aua, in den Hintern gebissen. Komm her, nimm dies, nimm das. Du Schurke. Oh, gute Reichweite, die Peitsche. Ah, Wächter mit dir. Und du, komm, runter. Ja, Chris auch noch. Schön mischig. Da unten haben wir noch einen Hotdog. Moment, erstmal den müssen wir beseitigen, sonst geht's nicht. Ja, die habe ich doch. Hotdog geschnappt und ein Ticket. Sehr gut. Peitsche gefällt mir. Wer seid ihr? Oh, die gucken nur freundlich, du kein was. Und rein hier. Läuft wie am Schnürchen. Oh, komm her, Kleiner. Kann ich hier rauf? Kann ich, okay, aber bringt nichts weiter. Oh, Wuffel. Sternchen mitnehmen. Oh, da kommen noch so viele. Ah, die kommen noch hinterher. Einen Stern möchte ich noch haben. Ja. Ausgepeitscht. Kommst du? Komm her. Was? Oha, hier, Schweine reiten. Was ist das hier? Ja, komm mit dir vorbei. Muss ja nicht jeden umhauen. So. Also in die Kanone würde ich gerne gleich mal reingehen. Erstmal gucken, was hier passiert. Gibt es hier oben noch irgendwas Schönes? Ach komm, ich traue mich einfach. Ich werde einfach mal reinspringen. Und? Kannst du mich auch durch die Gegend schießen? Nee, ich kann mich nur verstecken. Ich dachte, ich kann mich irgendwo hinschießen lassen. Ah, komm her, komm. So, rüber. Oh, das war knapp. Kann ich die wegpeitschen? Nee, wegpeitschen nicht, aber ich könnte mal meine Fähigkeit ablegen und dann sauge ich die mal ein. So. Ha! Runter. Dann kommen wir hier nämlich auch an die große Geschichte. Ja! Schöne Stachelmütze, noch ein Ticket. Hat mir gut gefallen. Wobei ich diesen Stachelkopf da gar nicht so toll finde. Aber jetzt haben wir ihn. Wird damit auch schon irgendwie gehen. Oh oh. Das sieht nicht gut aus, der Stein da, ne? Oh, jetzt muss ich aber auch los hier. Kleiner, ich muss vorbei, da kommt ein Stein. Das ist ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit. Ah, schnell rüber. Oh, ja, der rollt sich vor uns. Das ist okay. Mischig. Oh, Katze, hättest mal beiseite gehen sollen. Ah, ich glaube, da muss ich auch rüber. Kann ich hier runter? Das ist immer so ein Gefühl. Ja, kann ich. Manchmal springt man runter und dann geht es hier gar nicht weiter.
Aua. Fiesling. Aber wir haben noch genug Lebensenergie. Da kommt noch so ein Böser, habe ich mir gedacht. Roll du mal vorweg. Glaube ich besser. Hier könnte ich hoch. Ja, kann ich, aber will ich noch gar nicht. Ah, ich komme nicht mehr runter, ne? Oder? Eigentlich müsste ich doch nochmal runterkommen. Da komme ich nicht. Schade, ich kriege das Zahnrad nicht. Ach, wie ärgerlich. Ich hätte durchmarschieren müssen. Wenn ich die Power ablege, dann vielleicht? Hallo, lass mich doch noch runter, bitte. Och, Mann. Schade. Dann nimm zumindest die Fähigkeit mit. Schade. Muss man zuerst unten durchlaufen. Dann kommt nicht wieder zurück. Zahnrad leider verloren. Also denkt unbedingt an dieser Stelle, dass sie das erledigt. Na, Kleiner? Sieht so britzelig aus. Oh, schnell mal hoch hier. Oh, die machen richtig ernst hier. Jetzt aber schnell. Runter da. Jetzt gehen wir weiter. Und dann haben wir auch schon einen Ausgang. Oh. Powerfähigkeit. Jetzt rennen wir einfach durch. Uns kann nichts passieren. Wir sind unverwüstbar. Komm her, du Katze. Wir nehmen alles mit. Das macht richtig Laune. Einfach mal durchgejumpt. Na Jungs, alles klar hier. Und unten schnell rein. In die Regenschirmfähigkeit. Ist bestimmt nicht unwichtig. Oha, schweben wir richtig hoch. Feine Sache. Bisschen jonglieren hier. Ja. Aber es kommt gut. Bockt auf jeden Fall. So, kommt die nämlich auch noch. Wer bist du denn? Grüß dich erstmal mit dem Regenschirm. Das ist nicht mit mir anlegen, oder? So, jetzt wird bestimmt hier bald ein Boss kommen. Das hatte ich bis dato noch nicht. Was ist denn das? Schmeiße mit Sand? Ich glaube, ich nehme mal meine Peitsche. Ich glaube, die gefällt mir besser. Hat ein bisschen mehr Reichweite. So, Bösewicht, wo bist du? Oh, Bonkers! So, komm, du kriegst dich aber mit meiner Peitsche. Das wäre ja noch schöner. So, komm. Oh, kannst mich gerne mal treffen, aber ich treffe dich ja viel öfter als du mich. Also von daher, komm her. Ja, deinen großen Hammer. Hättest du wohl gerne, ne? Aber Schaden hat er mir auch gut zugefügt. So ist das nicht, ne? Oh, explodiert der Gute. Ah, jetzt habe ich seinen Hammer. Ah. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Oh, nicht schlechter Hammer. Ja, yeah, der sah ja aus wie Pac-Man. So, das Zahnrad kriegen wir zumindest. Zahnrad Nummer 2? Ne, sogar das dritte. Das habe ich 2 verpasst. Das eine habe ich ja gesehen, aber wo ist denn, wäre das andere denn gewesen? Und wir hämmern uns noch ein bisschen durch hier. Cooler Hammer. Würde ich gerne ein bisschen behalten. Bonusspiel. Machen wir. Und hoch damit. Ach, das ist ganz schmal gewesen. Naja, er freut sich zumindest. Einen ganzen Stern. Und eine Bockwurst mit Brot. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, wir wollen nicht so sein. Stage Nummer 1 erfolgreich absolviert. Jo. Die von dir gesammelten 10 Zauberzahnräder haben die Tür zum Minispiel Mangolos Bücherhatz geöffnet. Spiel es mit Freunden. Ja, aber das machen wir doch nicht jetzt. Wir wollen doch hier weiter mit Stage Nummer 2 machen. Jetzt, wo ich schon mal einen schönen Hammer habe. Der da oben schläft, den werden wir erstmal eine verpulen. Irgendwie gemein, ne? So, komm her, Kleiner. Unter Wasser, die Sterne mal einsammeln. Ja. Gut.
Grobe Kelle, ne? Ey, sag mal, warst du das eben? Moment. Komm her, du kleine Biene. Kann ich ja auch noch oben hauen? Oh, aus dem Sessel geholt. Na, Taucher Toni? Da ist er. Ah, siehst du? Runtergeholt von deinem Stöckchen. Palme gesessen. Zur Milch schick verarbeitet. Na, tauchen? Den roten wollen wir auf jeden Fall einsammeln. Sterne solltet ihr versuchen, so viele wie möglich mitzunehmen. Könnt ihr nämlich nachher wunderbar eintauschen. Oh, da gibt es ein Leben. So, dich hau ich ein bisschen kleiner. Komm her. Oh, da ist ein Ticket. Nehme ich gerne mit. Tickets wertvoll, kann man immer eintauschen, die Masken. Sag mal, bist du schon wieder da? Unglaublich. Und dann gehen wir hier durch. Oha, mit Sternband hier. Ja. Ja, das hättest du wohl gerne, ne? Hab ich Stern verpasst? Hier lag noch ein Stern, oder? Ja, muss ich noch mitnehmen. Die Fähigkeit kenne ich nicht. Was haben wir da? Was kann die? Was soll das denn? Ich meine, da kann ja gar keiner gebrauchen, oder? Naja, okay, was heißt nicht gebrauchen? Ich meine, so ein Rutschstein. Ich sag nichts. Also so schlecht war jetzt nicht. So. Stein. Muss man drauf kommen, ne? Aber die Fähigkeit ist dazu nichts Nutze eigentlich, außer in dem Fall jetzt hier geht das ja, aber das braucht ja kein Mensch. Ja, komm. Hier können wir runterrutschen. Oha, das tut allerdings schon ein bisschen weh. Oh, Abfahrt hier. Geht hier mal richtig los. Oh, mein. So schlecht ist nun nicht. Kann man mal spielen. Wer bist du? Komm her. So. Blubberbläschen. Kann ich eigentlich ewig die Luft anhalten hier? Auch nicht ewig, oder? Aber anscheinend fällt das ganz gut aus. Mann, ey. Was sollte ich mir das hier bringen? Ach, komm weg mit der Fähigkeit. Sauge ich doch immer lieber alles ein hier. Hey. Na gut. Fuchs mal rüber. Aha. Zu Eis, auch nicht verkehrt. Gibt mir aber schon fast so viele Fähigkeiten. Kann man sich ja kaum merken. Hier gibt es oben Leben, das würde ich gerne mitnehmen. Hey, nicht abhauen. Bleib hier. Ah ja. Okay, ich hätte in der Luft schweben müssen. Ich meine, das muss man ja auch erstmal wissen, ne? Dass man das Leben nicht so bekommt. Das ist ja auch ein bisschen unfair im Endeffekt. Anstatt ein Leben zu bekommen, verliert man hier ein Leben. Aua! Was soll denn das? Moment, den da oben würde ich doch gerne einsaugen. Ah, ich will keine Energie trinken. So, komm her. Warte mal, runterstellen. So, jetzt aber, komm. So habe ich mir das vorgestellt. Das Schwert möchte ich nämlich gerne haben. Das ist eigentlich ganz gut. Das kann man ganz gut spielen. Oh, komm her. Kollege, Schnürschuh. Leben ist schmal. Jetzt müssen wir mal hier so eine kleine Ananas uns reinfegen. Die hat gut was gebracht. Schöne Taucherbrille. Oh, komm her. Bevor wir runtergehen, haut ja auch noch eine. Dann gehen wir hier mal rein. Ah, Jungs, kommt raus. Kann ich die auch noch kriegen? Nee, an den kommen wir nicht ran. So, Bombe. Macht einen guten Eindruck. Und hier kriege ich zumindest mal ein Zahnrad. Das erste haben wir doch auch schon wieder verpasst, ne?
Dem kann ich nichts verpulen, aber gut, ist halt so, macht ja nichts. Kommen wir ja dran vorbei. Tut uns ja nicht viel. So, mal wieder raus hier aus der ganzen Geschichte. So, wieder auftauchen. Na, Pac-Man? Mehr. So. Das ist eine gute Höhe, ne? Kollege, wenn du am Schwert. Dann geht's besser. Und hier haben wir so ein Sauseding, dann brausen wir mal los. Abfahrt! Oh. Überschallflieger da. Sternschnuppe. Ist aber hübsch gelungen hier. Ganze Wüstenatmosphäre. Hier geht's nicht lang. Muss ich wohl hier oben lang? Ah, ich muss drauf, wo diese. Aha. Okay. Ich dachte, das war eine Fähigkeit, aber es war einfach nur ein Stöpsel zum Ziehen. Und wer seid ihr hier? Oh, hier wird ja richtig kräftig eingeheizt, aber schnell mal hoch. Oh. Mensch, Leute, das bei den Gaspreisen. Vielleicht heizt er ja auch mit Kohle, wer weiß. So, komm her. Stellen wir uns ein bisschen mittig. Fertig werden da oben. Dankeschön. Wer bist du denn? Du kriegst das mal richtig. Jawohl, jetzt haben wir wieder so eine Ultrafähigkeit. Spektralbeam. Ganz andere Nummer hier. So, hier schnell mal hoch. Kann ich hier durch? Oh, komm her. So. Oha. Und? Was kann das? Ach so, jetzt verstehe ich. Fehlt hier durch alles durch. Hm. Muss aber auch das Timing stimmen. Hatte schon bessere Ultrafähigkeiten. Aber okay. Kann man mal machen. Moin. Steuert sich ein bisschen schlecht, aber der Geschaffen tut da hier schon kräftig was. So ist das nicht, also. Ja, schöner Riss, aber gleich erst. Möchte ich hier nochmal aufsammeln, den möchte ich auf jeden Fall auch haben. Und außerdem möchte ich noch wissen, was hier oben ist. Oh, da ist ein goldenes, eine goldene Tür. Den Stern aber vorher noch. So, dann. Von mir aus können wir da rein. Aber was war das jetzt ganz oben? Da kommen wir bestimmt gleich zu, das ist ja wieder so ein Bonus-Level hier. Ah, wie soll ich denn hier abtauchen? Schaffe ich zeitlich gar nicht. Aua. Doch mal. Die Sterne könnte ich wohl kriegen. Passt vom Timing. Jetzt ziehen wir einfach durch. Suchen hier gar nicht mal rumtauchen. Komme ich oben dran vorbei. Oha, war schon knapp, ne? So schnell vorbei. Die Wand kommt auch schon. Müssen wir uns ein bisschen sputen. Oh, hier schnell mal durch. So, Kollege. Oh oh. Schnell mal durchknabbern. So. Oh nein, ich wollte nicht runterfallen. Danke. Ah, Magaloa, nicht von dir. So, hier hoch. Da denn durch, hier runter, hier wieder vorbei. Hier dürften wir auch durchkommen. Ja, es passt. Höher. Nicht gegenkommen. So, wer bist du denn? Bist du eingeklemmt? Oh oh. Bisschen tiefer und damit anlaufen. Dann kommen wir. Oh nein, nein, nein. Von der Seite kann ich es vielleicht noch schaffen. Es wird zu eng, schaffe ich nicht, ich komme nicht durch. Nein, nein, Hilfe, Hilfe. Zerquetscht. Gemein. Ich habe zu viel Auftrieb bekommen. Ja, schmeiß mich wieder raus. Dann nicht. Ja, hier oben, genau, so das große Tor. Vogelhäuschen hier. Bonusspiel, na, diesmal muss aber besser werden. Start, runter und hoch da.
Ja, zumindest Platz 5. Yippie! Immerhin 3 Stück. Und eine Pommes. Ja, passt ja zur Wurst von vorhin. Yay! Er ist aber begeistert. Stage 3. Ein Zahnrad. Ja, ist schon schmal. Ne? Gehen wir rein, Stage 3. So, komm. Vielleicht sieht er auch nicht gut mit seiner Maske. Sollte nächstes Mal einen anderen nehmen. So, die sauge jetzt mal rein. Komm her, nimm den Schirm. So, komm her, los. Ist auch gleich ein Schlagstock. Hauen wir hier mal kaputt nach unten. Das nehmen wir erstmal alles mit. So, wieder hoch hier. Na, oh, große Schwester mitgebracht hier. Fuß aber auch noch. Ah, kann ich auch unten kaputt machen? Ne, unten geht's wohl nicht weiter, dann gehen wir hoch. Bombe ist immer gut. Komm, ich will dagegen hauen. Weg freigemacht, sehr nett und ein Leben dazu. Ah, so. Und Ticket. Komme ich denn da rein? So, geheimer Weg hier. Ah, gut geklappt. Einmal zurück, würde ich sagen. Und dann hoch hier. Oh, noch eine Pommes mitnehmen. Komm her, Schwester. Gleich mit dir. Zwei Möglichkeiten. Ah, die falsche Möglichkeit genommen. Und man kommt hier nicht zurück. Ich hätte doch gerne einen roten Stern gehabt. Stattdessen muss ich mich mit diesem Heini hier abqueren. Was zuerst ist auch noch gegeben. Hier kann ich auch aussuchen. Hier sehe ich zumindest einen Stern. Ja, gute Entscheidung. Level up. Komm, wir gehen durch. Das ist einfach auf gut Glück, wo man da durchkommt. So, will ich mal die Fähigkeit. Nein, das möchte ich nicht haben. Die Fähigkeit möchte ich loswerden. Ich möchte das nicht. Du sollst doch einfach nur die Fähigkeit ablegen. So, jetzt geht's doch. Kann ich nämlich den Kollegen hier einsaugen. Ich möchte das Schwert wieder haben. Mumie! Eine kleine Mumie. Ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich Fan vom Schwert hier. So, schießt seine Kanone ab da. 3 Schuss und dann schnell rüber. Ah, komm, da komm, nehme ich. Na, da warte ich ab. Da fahren wir nochmal runter. Den roten Stern möchte ich gerne haben. Komm ich hier irgendwo durch? Nein, leider nicht. Müssen wir warten, bis es wieder da ist. Hoch mit dir. Ich meine, die tut schon richtig weh, ne? Aber den Stern will ich noch mitnehmen. So, aber wir kommen oben rüber. Alles Timing hier. Kleiner Bohrer. Oh, komm her. Oh, krieg ich weg. Mumie. Oh, aua, aua, aua. Gemeine Kanone. Kommen wir rüber? Ja. Kanonen werden ja auch immer größer. Aber haben wir ja irgendwie geschafft. Kühles Getränk. Milchschick. Dann sind wir auch hier schon wieder durch. Rein da. Na kleiner, tollen Umhang. Aber deinen Kopf haben sie vergessen. Kenn ich nicht, nimm er. So. Kann man machen. Hier lang vielleicht? Oh, da wäre das Zahnrad gewesen. Komme ich da wieder noch zurück? Ja, das geht.
dachte schon, man kann hier schon wieder nicht zurückgehen. So, Zahnrad haben wir bekommen. Schießen wir hier hoch. Ah, die Heinis kann man hier nicht mit Fähigkeiten beeindrucken. Du kannst eine Fähigkeit aussuchen. Ich glaube, ich nehme das Feuer. Lass das doch. Die Kiste kenne ich ja noch gar nicht. Was ist das denn für eine Kiste? Muss ich das mitschleppen? Nee, einfach nur aufmachen. Na, Kleiner. Richtig weg. Bisschen höher. Jetzt habe ich ihn. Ah, ich habe schon gewusst, dass hier so ein Bösewicht kommt. König Glubsch! Was guckst du so? Oh, Glubschi. Ich puste dich doch weg mit meinem heißen Atem. Nee, komm her, lauf dich weg. Die habe ich doch gleich. Na, Glubschi, das war schon, ne? Weg bist du. Hab doch gelacht. Ha? Aua! Musst du mich da so gegenschießen? Kleinigkeit essen. Hm. Nicht mit dieser Fähigkeit. Aber hier gibt es auch keine andere, ne? Nö. Auch kein Interesse daran zu suchen. Da unten wäre ein Leben, das wäre natürlich schmackhaft, aber was willst du machen, wenn es nicht kaputt geht, ne? Geh mal höher. Hallo, wie geht's dir? Kann ich da noch weiter? Nö. Dann gehen wir einfach raus. Rein da. Hm. Der rote Stern lockt bestimmt an, aber ich werde den gelb nehmen. Da kommt bestimmt noch irgendwas Interessantes. Könnt ihr sie also alle mitnehmen, wenn ihr da zurückgeht? Ach, sei es drum. Schieß mal durch. Ja, das war eine gute Idee. Das Zahnrad. Ha! Das ist echt eine Glücksgeschichte hier. Wobei, man kommt ja einigermaßen zurück. Also von daher geht dann schon irgendwie. Schießen wir einfach nach oben durch. Das Zahnrad haben wir, was Besseres wird hier kaum noch rumlaufen. Yeah! Bonusspiel! Ja, wir versuchen nochmal unser Glück. Und Abfahrt. Das liegt mir irgendwie nicht so. Einen ganzen Stern. Ganz schmale Nummer. Oh, Stage Nummer 3. Stage Nummer 4. Ich dachte, hier kommt schon das Boss-Level, aber anscheinend noch nicht. So, Tag auch. Zu dir möchte ich nicht. Ich möchte in Stage Nummer 4. Den Schlüssel, den sollten wir mitnehmen. Können wir hier irgendwas aufschließen. Ah, so, hoch da. Da ist doch schon die Tür. Aufgeschlossen. Das ging schnell. Einmal hier runter. Böse Stachel. Dann werden wir im Ganzen mal lieber rüber schweben. Aua. Das wollte ich gerade nicht, dass es was passiert, aber egal. Einfach hier lang geschwebt. Kann man auch, glaube ich, mehr verlieren, als man gewinnen kann. Gut, den Stern könnte ich mitnehmen. Oha, Pika-Mütze da. Er guckt so freundlich, aber ihm traue ich auch nicht. Kanone. Aua. Und dann gehen wir halt hier wieder raus. Hat nicht viel gebracht. Da unten haben wir ein Zahnrad. Das kommt mir sehr entgegen. So, komm her. Moment.
Stern da oben einmal. So. Oh, wie schnell soll ich das denn machen? Kollege, das geht doch ganzen Tag nicht. Wie soll ich da unten an den Stern kommen? Oh. Ich bin ja schon schnell, aber... So schnell? Ach, das ist immer die falsche Taste. So schnell bin ich auch nicht. Jo. Das sollen mal andere ausprobieren. Dann will ich nicht haben. So schnell kann ich nicht rennen. Schweben wir weiter. Oh, ja. Bleib schön da. Kleiner Pieker. Ja, du auch. So, da komme ich dran vorbei. Ja auch. Guck alle so freundlich, aber genau. Wollen mir doch nur Schaden zufügen. Und durch da. Hm. Kann ich die aufnehmen? Ah, jetzt haben wir schönes Licht dabei. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Als Waffe benutzen? Eigentlich nicht, oder? Soll ich bestimmt nur die Sterne einsammeln. Ah, das kommt mir gelegen. Bisschen Energie aufladen. Oh, das kommt ganz gut. Schöner Rollbraten da. Der schlägt. Dann wollen wir auch mal schlafen lassen. Oh, da ist ein Zahnrad. Und du fahr mal wieder hoch da. Anscheinend geht das von oben. Moment. So, komm mal vorbei. Da ist auch noch ein Stern da oben, ne? Kommt man an solche Sachen ran? Gar nicht. Da ist eine Mauer. Eben die Fähigkeit abgelegt. Fähigkeit ablegen. Nicht abkommen. Die Lampe möchte ich jetzt auch nicht haben. Genau. So. Ah. Leider nicht. Er saugt da an wie ein großer, aber. Tja. Schade. Oh, kommt noch vorbei. Hamburger. Dann kommen wir halt von der Seite hin. Hm. Tja, manchmal ist es doch einfacher, als man denkt. Schnell ihn vorbei hier. Schön mit dem Teelicht unterwegs. So. Runter. Oh, grüne Steine. Da sollte man nicht rauf. Oh, das meine ich doch. Die Fähigkeit da oben. So kleiner Feuerspucker. Glaube ich nur die Fähigkeit. Ja, ja. Das ist besser. Ein Stück Pizza noch. So, wer kommt da? Wasser. Galboros. Oh, sieht doch böse aus. Komm her, nimm dies, nimm das. Ein bisschen aufpassen. Also Schaden kriege ich auch. Wobei, ich teile hier so viel aus, das ist gar nicht schlimm. Das ist natürlich die perfekte Nummer jetzt hier. Können wir das alles hier löschen. Und schon haben wir wieder volle Energie. Das gefällt mir. Kriegen wir ein Leben, sehr gut. Das mit dem Pieken eben habe ich gemerkt, ne? Also, das war nicht nett. Ein bisschen was ab, aber reicht nicht. Könnte ich hier kalt müssen? Ja, das geht. Oh. Stern mitnehmen.
jetzt schnell vorbei hier. So. Fledermaus. Na, kleiner. Das ist zwar auch eine Fähigkeit, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die richtige, die ich gebrauchen kann zum Zeitpunkt. Ziehen wir durch hier. Fledermaus. Was ist das denn für ein Stern? Hier, Smaragd. Okay. Ah, das macht uns unsichtbar. Jo, das ist nicht verkehrt. Kann ich springen damit? Geht auch. Kann ja fast überall durchgehen. Jo, macht uns hier gar nichts, ne? Dann kommen wir doch von der Seite zum Stern bestimmen. Das ist Ausgangstür. Gibt es hier noch irgendwas? Gehen hier mal eben durch. Sterne noch. Da oben ist auch eine Tür. Aua! Aua! Sag mal. Das haben wir jetzt verpennt. Mit der anderen Fähigkeit kommen wir hier durch, aber mit dieser nicht. Aber ich kann doch hier durch? Kann ich nicht. Ah, alles so zeitlich immer gebunden. Schade, schade, schade. Aua, aua, au. Sollen das? Oh, das Schwert kenne ich. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Das ist gut. Das schafft was weg. Also ich dachte, Spezialfähigkeit, aber nee, das ist so ein normales Schwert. Aber trotzdem gut. Gehen wir hier runter. Na, wer bist du denn? Jetzt kriege ich ja meine Spezialfähigkeit. Hier muss ich nur ein paar auf die Mütze hauen. Das war's schon. So, jetzt geht aber hier mal in Deckung, Freunde. Jetzt gibt es hier mal so richtig mit dem Ultraschwert. Das ist nämlich das, was ich meinte. Das kenne ich nämlich schon bestens. Ja. Ah, ziehen wir durch hier. Geht ab wie das Messer durch die Butter. Ah. Sehr gut. Weg mit den Mumien. Ah, die wollen wir noch einsammeln vorher. Nichts verkommen lassen. Ja, da guckt ihr, ne? Das ist eine ganz andere Nummer hier für euch. Da sieht der Kampf schon viel besser aus. Oh, hier lang. Ja, für euch habe ich auch noch was. Wer will noch nicht, wer hat noch mal? Ziehen wir noch mal durch. Das ist leider schon wieder der Riss. Aber ich gehe noch mal runter. Geh einfach durch. Einfach durchziehen. Bonusspiel, ja. Das liegt mir. Das kann ich gut. So, jetzt aber. Oha, ich will nichts sagen, ne? Aber diesmal Platz 2, Freunde. Platz 2. Hm, es wird besser. Dann gibt es ja auch gleich 15 Sterne. Hm. Bisschen angestrengt. Stage Nummer 4 erfolgreich absolviert. Oha, Spotlight an, jetzt bestimmt der Bosskampf. Boss Stage, jo, ich komme. Dann mal hoch hier zum Kollegen. So. Rosinenruin. Mal gucken, wie wir sie hier reinschicken in die Arena. Wichtig ist, dass ich erstmal eine schöne Fähigkeit bekomme. Das ist die Grundvoraussetzung. So, Peitsche, das Ding. Das kenne ich da oben gar nicht. Eine Fähigkeit zu nehmen, die man nicht kennt im Bosskampf, ist ziemlich schlecht. Ich glaube, ich nehme die Peitsche. Mit der kenne ich mich ganz gut aus und die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wir trauen uns einfach rein. Wir probieren es. Wenn es nicht klappt, machen wir halt nochmal. Aber die Reichweite ist gut. Aha. Wir bauen die erstmal zusammen da. Hallo? Oh, du siehst gut aus. Jonglier-Gin. Oh, Jonglier-Gin. Ja, ich glaube, die Peitsche ist gut ausgesucht. Oh, 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 ein bisschen zur Seite. Der schmeißt doch bestimmt mit seinen Jonglier-Kollegen, ne? Jonglier-Gin. So. Oh, ein bisschen beiseite gehen. Ist er schlecht gelaunt? Jonglier-Gin, du. Komm her, nimm dies, nimm das.
Jetzt regt er sich auf. Aber Hälfte haben wir schon weg. Jonglier-Gym. Komm her. Aua. Was soll denn das? Ein bisschen aufpassen jetzt aber. Genug Leben haben wir eigentlich noch. Was sagt man so? Das hat richtig weh getan. Oh, das wird eng. Das wird echt eng. Ich habe ihn. Hat gerade noch so gepasst. Und da haben wir das nächste Teil für Mangalores Schiff. Das bringen wir ihm doch gleich mal vorbei, würde ich sagen. Yay! Yeah, ja, er freut sich auch. Und noch ein Tänzchen. Oh, mit dem Hut kann ich hier beim Square Dance mitmachen. Hey, Mangalore, ich habe was für dich. Ich bringe dir was vorbei. Ich habe was für dich. Ja, wird er doch hochzufrieden sein mit, würde ich mal behaupten. Die Flügel ist ja da. Ja, ein Flügel zumindest. Und der zweite Flügel? Nee, ist nur ein Flügel. Aber schon mal nicht schlecht. Also rechtsrum könnte er schon fliegen. Hallo, Mangalore. Du hast es geschafft, Kirby. Der rechte Flügel meines Sternkreuzers ist wieder da. Ja, habe ich gesehen. Sobald wir alle Teile beisammen haben, wird er wieder abheben. Ja. Das kriegen wir hin. Dann nehme ich dich mit auf einen Ausflug in meine Heimatwelt. Ja, weiß gar nicht, ob ich mit möchte, doch. Aber ich glaube, ja, möchte ich. Ich komme von einer weit entfernten Welt. Nur durch einen interdimensionalen Tunnel gelangt man dorthin. Aber der Kreuzer ist schnell wie der Blitz. Wir wären in 0, nichts dort. Ja, das klingt gut. Das machen wir so. Ist das nicht ein tolles Angebot? Ich hoffe, du sagst ja. Ja, ich meine, wer mich so fragt, da kann ich ja kaum abschlagen. Das machen wir. Ja, ich mache mich dann mal wieder auf den Weg, ne? Bis dann. Tschüss. Ach, das hat gut geklappt. Schauen wir mal die Weltkarte. Was wir als nächstes bereisen können. Die dritte Welt. Wie wird sie denn heißen? Der Obstozean. Ja. Sieht ganz nett aus. Aber Freunde, das werden wir in der nächsten Let's Play Folge bereisen. Ich hoffe, es hat euch bis dato gefallen. Wenn ja, dann seid doch so nett und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich sehr freuen. Macht vielleicht noch die Glocke an. Dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video startet. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Bis dann. Tschüss und schau euer Schurtok. Bye bye.